gas, get them through the middle. So, guten Morgen hier aus Las Vegas. Wir laufen jetzt zur Messe, haben eigentlich nicht weit vom Hotel und werden da ein Video drehen für euch. So, die SEMA Show, die war oder beziehungsweise ist da ganz hinten, aber die bauen jetzt noch dazu und zwar hier. Das wird eine Monstermesse. Bis jetzt sehr, sehr, sehr groß. Ja. Ich glaube, die größte, die ich kenne. Und das bauen die noch dazu. Also das ist wirklich erstaunlich, was hier abgeht. Auf der SEMA Show. Wir haben bereits die Tickets bekommen von H&R. Vielen Dank dafür nochmal. Jetzt dürfen wir rein. Irgendwas mit Autos zu tun hat. Ja? Sonst kommt man gar nicht rein. Also wir haben viele Leute mitbekommen, die hier hinkamen und die kamen hier gar nicht rein. Das ist nicht so wie bei uns auf der Motorshow Essen, dass man ein Ticket kauft und dann einfach reingehen kann. So ein Ticket kostet, glaube ich, 200, 300 Euro für die 4 Tage. Also nicht ganz, nicht gerade ganz günstig. Ja? Wir haben Glück, dass wir von H&R quasi jedes Jahr so bekommen. Vielen Dank nochmal und dann ja, lass reingehen und dann schauen wir, was abgeht. Oh mein Gott, der sieht brutal aus. Das sieht aus wie ein Abschleppwagen. Der nächste hier, oh mein Gott. Die sehen so gut aus. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sehen kann, aber die sind brutal schön. Das nennt man Breitbau. Okay, der ist hart. Der ist sogar mit Straßenzulassung in Texas, ja. TÜV-Plakette, 7.24. Okay, das ist echt hart. Also das ist ein Rolls Royce oder was ist das? Aber geil. Sehr coole Idee. Also ich glaube, die Greta, die würde sich freuen. Das ist ein typisches Greta-Auto, ja. Ja, aber coole Idee, finde ich. Also finde ich die Idee finde ich nicht schlecht, ja, dass sich Toyo so ein Auto hier hinstellt. Ja, also das ist absoluter Hingucker, finde ich. Cool gemacht. Also ein Jeep Wrangler sieht hier aus wie so ein Fiat 500 bei uns in Deutschland, ja. Obwohl das Auto schon so groß ist für deutsche Verhältnisse. Grüße an, nach links, nach rechts. Also dann ist das wirklich ein Kindergartenumbau dagegen. Heftig, oder? Aber geil. Eine Corvette in Gold, Carbon. Keine Ahnung, ob das echt Gold ist, aber sieht cool aus, finde ich. Nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sehen kann, aber das Carbon ist irgendwie eingefärbt. Richtig schön. Auch gut verarbeitet. Das ist die Zukunft. Leider. Aber die Zukunft heißt, wie heißt die Zukunft? Genau wie das Ding hier. Einfach Kacke. Ne? Also, tut mir leid, aber das ist nichts für uns. Und die Vergangenheit. V8. Laut, breit, tief. Liebe Freunde, hinter mir genau der, das ist ein Ford Raptor und schaut mal, was der macht. Der dreht hier komplett durch. Also guck mal, wie hoch der springt. Achtung, warte. Junge, das macht bestimmt Bock. Also das so, ich bin so ein bisschen sprachlos.
dass ein Pickup so durchdrehen kann. Ja. Ich glaube, das ist glaube ich 36 Zoll. Also heftig. Wie viel Zoll ist das? Kann man es lesen? Nein. Das ja. Kann man sehen, wie groß ich bin? Ich bin 1,76. Ja. Geil. So, der Jeep Wrangler Gladiator finde ich cool. Richtig cool, das Ding. Als Pickup. Ich glaube, wir holen uns auch ein, weil ich finde den richtig sexy. Jeep Wrangler. Ganz viele Umbauten hier. Also dafür, dass das Auto so selten ist, finde ich sehr viele hier umgebaut. Was für eine coole Farbe, ne? Sieht aus ein bisschen wie eine Grundierung, aber geil. Ich glaube nicht, dass bei uns sowas in Deutschland erlaubt ist. Das ist wirklich scharf. Ne? Ich glaube, der TÜV, der hätte was dagegen. Ja? Erstens das, für diese Dinger, glaube ich, brauchst du einen Waffenschein. Also guck mal. Also ich glaube, der deutsche TÜV, der hätte was dagegen. Vielleicht. Aber dann bin ich ehrlich gesagt auch selber dagegen. Also ein bisschen Sicherheit und Ordnung muss schon sein. Also das ist ein bisschen übertrieben, finde ich persönlich. Das, was ich ein bisschen traurig finde hier auf der Messe, Sportwagen verschwunden sind. Ja, also früher, vor 3, 4, 5 Jahren, waren hier nur Sportwagen, Ferrari, McLaren, Lamborghini und so weiter. Ja. Aber jetzt ist nur diese 4x4 Geschichte. Zum Beispiel so ein Wrangler, steht überall. Und ich vermisse die ganzen Sportwagen. Und ich glaube, wir müssen ein bisschen umswitchen auf die ganzen 4x4 oder Pickups und nicht mit dem Sportwagen machen. Hier steht manchmal so ein Rolls Royce oder so ein Ferrari, aber das ist wirklich Seltenheit, dass wirklich einer hier als Aussteller so ein Auto hier überhaupt zeigt. Ja. Das war ein schöner Pista. Selten bei uns. Optisch ist das Auto wirklich sehr, sehr schön. Guck mal schnell. Nein! Ich hab das ausgemacht. Ein Senna war gerade an und ich bin zu spät. Oh, scheiße. Okay, das war nicht gut. Ich war zu spät. Das ist meins. Ne? Riesentheke. Breit, viele Lufteinlässe. Das ist so, wie ich das so mag. Wo gehen wir hin? Stimmt. Jetzt zum H&R-Stand. Da treffen wir uns mit einem JP und dann quatschen wir ein bisschen. Guck mal hier, kleine Felgen. Und wie groß ist das? Shit. Das ist 32 Zoll. Fuck. Guck mal hier, das Ding. 325, 32, shit. Okay, wo sollen wir das einbauen? Also, das ist hart. Riesen Tiefbettfelgen, guck mal hier. Eine halbe Hand verschwindet da. Wie groß ist das? Ist ja nicht normal. Aber das kannst du nur bei so einem 4x4 verbauen. Laufen wir, sonst kommen wir zu spät. Ich glaube, die Messe ist nicht mehr so wie früher. Ja, das ist ein bisschen nachgelassen. Ich glaube, das ganze Tuning fehlt hier so ein bisschen. Es gibt unglaublich viele Reifenhersteller, ja, die ich persönlich nicht kenne. Oder Felgenhersteller, die wachsen, glaube ich, wie die Pilze hier. Jedes Jahr gibt es hier neue Firmen, die wir gar nicht kennen. Ja, hier diese Monster-Trucks. Okay, die finde ich aber geil. Ja. Nur, ich glaube, wir müssen ein bisschen umdenken. Ja. Bei uns in Deutschland ist alles Elektro, alles Öko. Hier ist alles breit, laut, viel Hubraum. Guck mal das.
Ich meine, das ist ja kein Auto. Das ist ja bei uns nochmal sowas Monster-Truck, ja. Ich finde es persönlich richtig geil, aber ich glaube, die Greta bei uns ist, macht so ein bisschen vieles kaputt, ja, in unserer Branche. Ich weiß nicht, wie lange das alles noch dauern wird, bis wir alle auf Fahrrad umsteigen, aber lange wird es nicht mehr dauern. Ja. Also nervig ist hier die Warteschlange in jede Halle. Das ist auch sehr nervig. Also da wartet man bestimmt 30 Minuten. Kann sein, dass es alles mittlerweile auf der Welt nicht mehr alles so sicher ist, aber das ist übertrieben. Ja. Ja. Zurück, aber das Auto kommt es einmal so. So. Und das KW würde dann einfach der Dämpfer, die Feder ist trotzdem da, aber die Dämpfkraft würde kontrolliert werden über die Feder kontrolliert über den Dämpfer. Und dann macht er einfach so. Also das Auto das ist wieder in der Position. Der zweite Messetag hat begonnen. Auf die Schieber-Show hier. Das erste, was mir hier aufgefallen ist, eine Käsereibe. Würde ich mal jetzt behaupten. Guck dir den Diffusor an. Das ist schon so ein Hardcore-Umbau. Und ich glaube nicht, dass irgendeiner bei uns sowas sich einbaut. Aber die Amerikaner sind sehr, sehr, sehr verrückt, wenn es um sowas geht. Ja? Kein TÜV, die sind schmerzfrei einfach. Ja? Deshalb bauen die sowas ein. Leute, das ist ein Sound. Das ist ein Klang, den kann man nicht in keinem Video auf dem Planeten wiedergeben. Also gebe das mal Douglas als Parfüm, das was ich hier gerade rieche. Also wir kaufen so ein bisschen mit dem Flug zwischendurch. Also, oh, oder? Mega. Das ist auch der Benzingeschmack nur beim Mund. Ja, ist unglaublich. Oh mein Gott, wie stark die alle. Richtig gut gefällt bei Ford zum Beispiel in den USA, dass die umgebaute Autos auf dem Stand haben. Ja, hier zum Beispiel hier mit Rotifor-Felgen drauf. Richtig cool. Nochmal hier 24 Zoll Forgiata-Felgen drauf. Oh, das Auto lang, heftig. Aber Hammer, wirklich was für Autos. Ne? Warum hier ist das alles so offen, so erlaubt, kein Problem. Nur bei uns in Deutschland alles verboten. Kleine Maschinen, alles Elektro. Und hier zeigen die richtige Männerautos, ehrlich. Viel Hubraum, viel PS. Das sieht auch cool aus. Explorer, okay. Schön, sehr schönes Auto. Hey, Savini Wheels, okay. Schön, sehr schön. Ich glaube, ich brauche eine Auspuffanlage für meinen Rolls Royce. Hier habe ich, glaube ich, den perfektesten Hersteller gefunden. Wir machen auch Pissoir. Das ist krass. Also, wer sowas baut, ich weiß gar nicht wofür, ja, welche Fahrzeuge, aber das ist Hardcore. Oder ich mach bei dem Rolls Royce hier, links, rechts, oben. Weißt du, wer da ist? Eine Tür? Oben. Ich habe mich doch für schwarz entschieden. Schwarz ist nicht so viel cooler. Ja? Ich glaube, der Rolls Royce wird auf der Motorshow in Essen von uns gezeigt und präsentiert. Und seid gespannt, ob wir diese schöne Heizungsrohre einbauen oder nicht. Ja, okay, aber der ist richtig sexy. Oh mein Gott.
sieht der fett aus. Ich glaube, das kann man auf der Kamera hier nicht wiedergeben. Aber das Auto ist einfach nur krass. Also ich glaube, wenn das nicht rostet, weiß ich auch nicht. Wenn da so jemand mit der Kettensäge gesägt hat, das finde ich nicht mehr gut. Bodykit an sich nicht schlecht, nur das ist etwas zu hart, was hier rumgesägt worden ist am Auto. Wir machen es auch, aber unsere haben volle Radkästen und sind auch winterfest. Das ist ein Nissan. Okay, das ist ein krasser Nissan. Warte, ist echt viel los heute. Die Aufnahmen sind nicht mehr so entspannt wie gestern. Schaut mal, was ich gefunden habe. Das sind Toyota-Autos. Guck mal, grüne Verpackung, Bitwax und so weiter. Cool. Alles von Toyota. Also ich glaube, die Mothers, die wissen, was gut ist. Finde ich cool. Oder? Mega. Wir stellen in der Packung und dann testen wir selber Hundenautos und dann gucken, was da so abgeht hier bei dir. Ein Honda NSX als Facelift 2020. Basispreis 160.000. Carbon-Spoiler, sieht gut aus. Ein paar Kleinigkeiten zu dem Vorgänger abgeändert, aber so viel hat sich da, glaube ich, auch nicht getan. So, den Kia Stinger, das habe ich schon länger auf dem Schirm, da irgendwie ein Bodykit oder sowas zu bauen. Ich finde die Dinger wirklich nicht schlecht, als Basis. Zum Beispiel, das ist nicht so meins, das ist, glaube ich, eine Leuchte. Ja, das gefällt mir nicht so gut, weil das Auto irgendwie so komische Form dadurch bekommt. Aber sonst alles, sag mal, für ein Basisfahrzeug, ja, dass wir irgendwie so einen Breitbau dafür machen, glaube ich, ist ja schon okay. Carbon-Teile, das gefällt mir auch nicht. Die haben das foliert. Ich finde, das Auto hat so ein bisschen komische Form von vorne bekommen. Ja. Aber sonst als Basis cool. Finde ich cool. Wir werden dafür, glaube ich, ein Bodykit bauen. Oder, Sauber? Gute Idee. Fahren auch ganz, ganz, ganz viele hier. Ne? Also bin selber überrascht. Ja? In Deutschland fahren schon viele. Aber hier noch mehr. Hoppla, was ist das denn hier? Der sieht ja Hammer aus. Type S von Acura. War Forged Carbon. Nicht schlecht, mal die Scheinwerfer. Sieht böse aus. Aber optisch das Auto. Schwarze Endrolle. Und ich würde sagen, geil. Die neue G-Klasse. Was die hier sich in den Kopf gesetzt haben, das weiß ich leider nicht. Also für mich hat das nichts mit einer G-Klasse zu tun. Das Auto ist kaputt getunt, meiner Meinung nach. Ja. Finde ich überhaupt nicht schön. Obwohl die neue G-Klasse einfach schon serienmäßig sehr, sehr, sehr schön ist. Aber das hier ist eine Nummer zu hart. Aber echt coole Kisten hier bei Nissan. Hier zum Beispiel. Den kennen wir aus Deutschland gar nicht. Titan. Sieht aber cool aus. Richtig cool aus. Ich finde, das Auto sollte mal nach Deutschland kommen. Oh mein Gott, das ist Traum aller Träume. Heftig. Das Auto ist einfach heftig. Das hat nichts mit dem Auto zu tun. Das ist ein Düsenjet. Guck mal die Lufteinlässe. Oh. Alles in Carbon. Richtig top verarbeitet an dem Auto.
Das ist ein Traumsportwagen. Der ist so selten. Wir sind jetzt bei Rennen hier auf dem Stand. Sie haben keinen Stand auf der Sima Show, nur die haben ein Hotel, eine Viertelsuite angemietet. Und das ist quasi wie ein Messestand, ja, nur für geladene Gäste. Ja, also man muss sich auf eine Gästeliste einschalten lassen und dann wird man hier unten empfangen und richtig hier gut bedient, wie man auch sehen kann. Was ich sagen muss, von der ganzen Sima Show, das meine Favoritfeld. Und ich glaube, ich mache die auch meine Rolls-Royce drauf. Ich bin mir eigentlich ganz sicher, ich mache die auch meine Rolls-Royce drauf. Seid gespannt auf dem Motorshow Essen, zeigen wir das auf dem Rolls-Royce drauf. Das ist Karl. Say hi! Hello! Hi, Design, number one! Das war's mit meinem Video hier von der Sima Show aus Las Vegas. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das so ein bisschen gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like, ein Abo und alles Mögliche hier, Kommentar. Ich freue mich, ich lese alles selber und alles wird beantwortet. Wenn ihr Ideen habt, was wir machen sollen noch in der Zukunft oder über was wir berichten sollen, wir sind für alles zu haben. Danke, bis dann, ciao. Einblick auf die Sima Show oder auf Las Vegas gefallen. Zwei Wochen sind wir in Hongkong und in China. Wenn wir auch berichten, freue ich mich drauf. Bis dann. Ciao.